Hallo, ihr Lieben. Ich habe mich dazu entschlossen, für euch, mit euch zur Dokumentation eine, ja, Videoserie aufzunehmen. Die, die mich kennen, wissen, dass ich ja gerne etwas alternative Wege gehe, ein bisschen andere Dinge ausprobiere und da auch, ja, schon relativ viel in meinem Leben habe. Und ich habe jetzt von meiner Tierärztin ein Gerät empfohlen bekommen, was ich euch gerne vorstellen möchte. Und ich möchte euch quasi in Echtzeit mit auf meinen Erfahrungsweg hier über diese Videos nehmen, weil ich tatsächlich eher kritisch dem Ganzen gegenüberstehe. Ich habe schon vor einem halben Jahr von diesem Gerät gehört, habe mich dann dagegen entschieden und ja, habe jetzt so, ja, tolle Erfahrungen von meiner Tierärztin mitgeteilt bekommen. Und ja, habe gedacht, komm, probier es aus, mach es. Und anders als sonst möchte ich es diesmal dokumentieren und schauen, was sich verändert, was passiert, was für Erfahrungen ich einfach sammle. Und freue mich total, euch das mit euch teilen zu dürfen. Und wenn euch die Videos gefallen, wenn ihr Interesse habt, meldet euch gern bei mir. Reagiert auf die Videos, Daumen hoch. Und ja, dann stelle ich euch jetzt erstmal im Folgenden das Gerät vor. Und damit wir alle wissen, wovon wir reden, möchte ich euch einmal aus dieser Broschüre von der Firma VitaRights gerne die Seite 3 vorlesen, zitieren, weil es wird im Zweifel keiner besser sagen können, worum es geht, als der Hersteller selber. So wirkt der Bioscanner auf körperlicher und mentaler Ebene. Der Bioscanner von VitaRights Innovation kann Zellen vitalisieren, reinformieren und damit die Selbstheilungskräfte anregen. Er erzeugt kohärentes Licht und transportiert mit dessen Hilfe Informationen. Trifft dieses informierte Licht auf Zellen eines Organismus, findet ein Informationstransfer statt. Diese Informationen beeinflussen auf zellulärer Ebene Stoffwechselprozesse, Sternchen. Das Sternchen heißt Dark Scientific, verzeiht meine Aussprache, die den Organismus in die Homöostase führen können. Bereits kurze Anwendungen können einiges bewegen. So werden beispielsweise Vitalitätsstörungen wie Abgeschlagenheit, Energiemangel oder Überempfindlichkeit reduziert oder behoben. Vitalität dank Biophotonen. In einem lebenden Organismus kommunizieren Zellen miteinander. Der Biophysiker Professor Dr. Fritz Albert Popp wies dies in den 1970er Jahren nach, dass alle organischen Gewebe ein schwaches Licht aussenden. Während die Lichtstrahlung in lebenden Zellen nur sehr langsam abnahm, verringerte sie sich in sterbenden Zellen schnell und verschwand nach dem Zelltod ganz. Diese Lichtteilchen nannte Popp Biophotonen. Damit ein Organismus reibungslos funktioniert, benötigt er die richtigen Mengen an Biophotonen und die richtigen Informationen. Steht eines davon nicht zur Verfügung, wird dies zu Störungen der Regulationsprozesse des Körpers und damit zu weniger Vitalität. Als Mensch sagt man in diesem Fall Sätze wie: Ich fühle mich krank, ich kann mich nicht richtig konzentrieren oder ich bin total ausgelaugt. Ich denke, das darf als erste Information reichen. Und ja, ich möchte euch jetzt nochmal das Paket zeigen, was ich bekommen habe. Diese Broschüre war auch da drin. Und ja, dann habt ihr, glaube ich, einen ersten Eindruck und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie meine Reise mit dem Biosigner von VitaRights weitergeht. So, und jetzt seht ihr vor euch das, was ich mit dem Paket bekommen habe. Fangen wir mal an mit diesem Mäppchen hier. Da ist zum einen natürlich noch die Rechnung drin und ein kurzes Willkommensschreiben. Die habe ich jetzt hier rausgenommen. Dann sind hier zwei Informationskarten drin, einmal die neuen Farben und einmal der Hinweis zum Thema Mikrowelle, Entfernung und ja, Schädigung des Biosigners. Dann habt ihr diverse Broschüren hier drin, das Konzept,
Leben mit voller Kraft, live erleben und natürlich gut für mein Tier. Dann habt ihr hier noch so einen kleinen Test dabei. Und was ich besonders spannend fand, ich persönlich, sind die Testberichte über die wissenschaftliche Bewertung des Biosigners beziehungsweise des Vorgängers, dem Vitiligo. Finde ich total spannend, kann man sich dann hier alles anschauen und durchlesen. Habe ich auch tatsächlich getan. Auch hier nochmal mit dem Prüfbericht. Finde ich sehr schön von der Firma Rita Rides, dass sie das dazu packen. Das ist in dem Mäppchen drin. Dann kommen wir zu dem nächsten Paket. So, dann haben wir hier das Herzstück selber. Wenn das aufmacht, ist nochmal so eine Schutzfolie hier. Dann kriegt man ein schönes Tuch, ein Mikrofaser-Reinigungstuch. Das ist Mikrofaser, ich glaube schon. Ihr seht, ich habe es noch nicht ausgepackt. Dann die Bedienungsanleitung. Und da ist das gute Stück. Ich hatte meinen natürlich schon mal ausgepackt, deswegen habt ihr keine Schutzfolie hier mehr drauf. Eigentlich ist der auch noch mal geschützt. Ihr seht das Gerät selber. Und natürlich dabei ist ein Adapter für den Strom, ein Ladekabel A, USB-A zu C, ein Täschchen für den Biosigner und eine Handschlaufe, eine Schlaufe, die ich hier unten einhängen kann. Dann kann ich mir das Gerät auch noch an eine Kette oder ähnliches machen. Und last but not least haben wir hier noch die Bio-Keys dabei. Das ist der Slow-Aging-Key, der war in meinem Paket jetzt, wie man sieht, als Geschenk dabei. Und bei mir ist noch der Animal-Bio-Key dabei gewesen. Ihr seht, hier ist diese Schutzfolie, die habe ich von dem Key schon abgemacht. Wenn wir den jetzt mal auspacken, dann seht ihr auch mal, wie die aussehen. Sind dann hier nochmal in so einem Täschchen drin. Das sind dann die Bio-Keys. Steht auch immer hier nochmal drauf, welcher es ist. Finde ich, sieht ganz schön aus mit den Farben. Ja, das ist in meinem Paket drin gewesen, das ich gekauft habe. Es gibt unterschiedliche Pakete. Das war nicht das kleinste, wofür ich mich entschieden habe, aber auch nicht das größte. Das ist das, was für den Bereich, den ich gerne damit testen möchte, wo ich Erfahrungen sammeln möchte, für mich reicht. Der ist mir empfohlen worden von meiner Tierärztin. Und ja, dann habt ihr erstmal einen Eindruck. Und ich würde sagen, wir machen dann demnächst weiter mit meinen ersten Erfahrungen.